Liebe Freunde der Wilhelm von Humboldt Online-Schule, ich freue mich, euch bei unserem ersten Respect Inside Insider begrüßen zu dürfen. Wir möchten euch so auf dem Laufenden halten und Neuerungen an unserer Schule verbreiten. Diese Updates wollen wir euch in unregelmäßigen Abständen zukommen lassen und hoffen, dass ihr eure Freude daran habt. Wann immer ihr ein Thema aufgenommen haben wünscht, könnt ihr uns gerne Bescheid geben. Starten wollen wir mit einem wichtigen Thema, nämlich der zentralen Eltern- und Schülerpinnwand. Diese erreicht ihr entweder in Teams im Gesamtversammlungsteam, da im Kanal 02 Schulpinnwand, oder von unserer Homepage www.deutsche-online-schule.com über den Knopf Interne Pinnwand. Auf dieser Pinnwand stellen wir euch wichtige Informationen zusammen, die aktuelle Ereignisse betreffen. Schauen wir sie uns etwas genauer an. Hier unter Dringendes sind Dinge, die wirklich wichtig sind, die jetzt passieren sollen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Teams nicht erreichbar ist und dann würden wir hier tagesaktuell draufschreiben, wie unsere aktuelle Backup-Lösung aussieht, sodass ihr immer noch an eurem Unterricht teilnehmen könntet. Wir haben hier die Terminliste mit dem zentralen Informationskalender, Terminkalender. Wenn ihr hier unten draufklickt, bekommt ihr den Kalender, den wir uns später noch etwas genauer anschauen werden. Wichtige Termine stellen wir aber auch darunter noch einmal ein. Nebendran haben wir die FAQs, das sind typische Fragen, die gestellt werden von Eltern, von Schülern, die wir gerne hier gleich übersichtlich beantwortet haben wollen und bei Interessantes Dinge, die interessant sind. Während der gesamten Ferienzeit haben unsere Lehrer über viele Wochen hinweg Dutzende von Fortbildungen im digitalen Unterricht besucht und sich so für euch auf den digitalen Unterricht vorbereitet. Dafür möchte ich mich auch in euren Namen bei der gesamten Lehrerschaft dafür bedanken. Und ich bitte euch als Schülerinnen und Schüler, eure Dankbarkeit durch fleißige Mitarbeit und vor allem Freude im Unterricht zu zeigen. Bitte denkt auch daran, dass auch Lehrer sich sehr freuen, wenn ihnen ab und zu mal Danke gesagt wird. Freude und Spaß im Unterricht kommt davon, dass Motivation da ist. Und zwar nicht nur von Schülerseite, sondern auch von Lehrerseite. Und dafür zeigen wir hier alle gemeinsam Dankbarkeit. Und dazu passt auch unser erster Werbeblock. Fühlst du dich manchmal leer? So richtig durchsichtig? Unscheinbar? Glaubst du, die anderen übersehen dich einfach? Schauen durch dich durch? Du fühlst dich wie in einem Nebel? Dann schalte doch einfach mal deine Kamera an. Kamera an. Ein Produkt aus der Ich bin wichtig Kollektion. Kamera an. Und dein Leben ist plötzlich heller und voller Bedeutung. Kamera an und wir lachen alle gemeinsam. Ein kleiner Reminder, wie man auch uns eine kleine Freude machen kann. Immer wieder bekommen wir Fragen, wann Ferien sind, wann Ferien enden, wann Elternabende sind und so weiter und so fort. Dies könnt ihr alles sehr schnell mit einem Blick auf unseren zentralen Kalender sehen. Wie ihr hinkommt, habt ihr vorhin gesehen. Es gibt auch einen Eintrag im Gesamtversammlungsteam. Wir bemühen uns in diesem zentralen Kalender, alle Termine, die euch betreffen, einzutragen. So zum Beispiel auch bereits nach den Ferien. Hier haben wir die Herbstferien, nach den Ferien am 9.11. bereits den ersten Elternabend. Diese Zeit 13 bis 14.30 Uhr gilt für die Zeitzone, in der ich wohne, nämlich in Costa Rica. In Deutschland wäre es etwa 20 Uhr bis 21.30 Uhr und das ist individuell, wo ihr seid. Die Zeitzonen sollten angepasst werden. Versichert euch aber bitte immer in Teams nochmal dort im Kalender, dass dort die Zeiten auch stimmen und dass ihr dann pünktlich bei der Veranstaltung seid. Eine ganz besondere Sektion beim Insider soll der Bereich Lob und Dank sein. Hier wollen wir Personen oder Gruppen danken, die im Rahmen unserer Schulphilosophie besondere Leistung gezeigt haben. Diesmal habe ich sie selbst nominiert, aber ihr könnt gerne Informationen weitergeben, dass ich diese Personen und Gruppen beim nächsten Mal nennen kann und sie so auch ihren Respekt erfahren.
Heute danke ich der Klasse 7a. Hier ist eine Stunde ausgefallen, weil der Lehrer technische Probleme hatte. Und die Schüler haben spontan selbst die Stunde übernommen und die Stunde mindestens genauso gut durchgeführt, wie der Lehrer das getan hat. Und als er später dazugekommen ist wieder, hat er auch einfach die Stunde weiterlaufen lassen und die Schüler haben die wunderbar selbst organisiert. Das ist eine richtige Leistung, die ihr da gebracht habt und genau in unserem Schulmotto eigenständiges Lernen, Spaß haben am Unterricht, mitdenken, mitfühlen und Verantwortung füreinander übernehmen. Ich ziehe meinen Hut vor der Klasse 7a, das habt ihr wirklich gut gemacht. Wir sind euch wirklich dankbar für eure Leistung. Zum Abschluss noch eine kleine Vorschau auf unseren ersten Motto-Tag. An Mottotagen macht die ganze Schule etwas gemeinsam. So könnte ein Motto zum Beispiel ein rotes Kleidungsstück anziehen sein oder einen Kuchen backen. Unser erstes Motto werden wir demnächst in der Klasse besprechen. Es wird zum Thema Vielfalt sein. Es wäre schlimm, wenn jeder gleich aussehen würde oder gleich handeln oder gar gleich denken würde. Wir wollen nicht wie Mauersteine völlig einheitlich sein. Und das feiern wir auch gemeinsam. Hierzu werden wir in der Klasse überlegen, wie wir diesen ersten Mottotag zum Thema Vielfalt gestalten werden. Dazu aber bald mehr. Und hiermit beenden wir auch schon unseren ersten Respect Insider. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wünsche euch noch viel Erfolg im Unterricht. Und bitte denkt dran, dass die Herbstferien am 30.10. starten und am 7.11. enden. Bis bald und viel Erfolg!